Dönerbuden hassen diesen Trick. Der Cordon Bleuner. Ganz genau. Ja, erstmal Fleischblatt klopfen. Hier, Schnitzel hier. Dann würzen, Pfeffersalz drüber. So, zur Seite packen. Das macht man dann auch mit dem ganzen Stapel Fleisch. So, hat man ihn fertig. Schneidet man in der Mitte durch. Und zack, kann gespießt werden. So, Fleisch. Dann nimmt man Schinken und Käse. Und Bacon drauf. Und das stapelt man jetzt in die Luft hinaus. Der Spieß ist aus Holz gebaut. Einfach im Baumarkt und fertig. Kohle rein, Dingen drauf hier. Zack, Deckel zu und da ist er. Wow. Wenn der so aussieht, Freunde, dann könnt ihr ihn essen. So, abschneiden hier. Oh, das ist kross und lecker wie vom Bäcker. Ja, yeah, Soße rein. Ja, so eine schöne Käse-Béchamel-Soße. Pommes hinterher und Fleisch obendrauf, ordentlich. Soße drauf und dann Bacon, extra Bacon und Grünzeug. Und da ist er, euer Cordon Bleuner. Ja, der Spitzenklasse.